Armand. Ihr seid immer für mich da gewesen, wenn ich euch brauchte. Ihr wart immer auf meiner Seite. Der sanftmütige Armand. Es muss einen Grund dafür geben, dass er mit dem Stern von der Seine in Verbindung steht. Ich werde mit ihm sprechen. Ich werde herausfinden, welches Geheimnis er vor mir verbirgt. Die Königin, die die Verhaftung von Armand angeordnet hatte, bereute ihren Entschluss sehr. Sie machte sich auf den Weg ins Gefängnis, um noch einmal mit ihm zu sprechen. In der Zwischenzeit hatte Nadine ihr Leben riskiert, um Armand aus dem Gefängnis zu befreien. Aber als sie in seiner Zelle ankam, war er bereits fort. Eure Hoheit, darf ich fragen, was hier vor sich geht? Etwas an der Verhaftung von Armand hat mich beunruhigt. Deshalb habe ich ihn hierher geholt. Ich muss ihm unbedingt ein paar Fragen stellen. Aber ich habe strikte Order von Marquis de Morat. Ich bin sicher, dass er hier bald mit seinen Truppen erscheinen wird. Aber ihr dürft ihn unter keinen Umständen hinauflassen. Habt ihr verstanden? Sollen wir Waffengewalt einsetzen, Hoheit? Wenn es nötig ist. Ist gut, ich verstehe. Die Männer der Schlosswache haben auch Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Armands Verhaftung. Macht euch keine Sorgen, Euer Hoheit. Wir werden niemandem gestatten, diese Treppe hinaufzugehen. Verlasst euch darauf. Danke, ich bin euch sehr verbunden für eure Loyalität. Ich weiß das zu schätzen. Was? Die Königin hat Armand befreit? Ja, wie wir gehört haben, befindet er sich bereits im Zimmer der Königin. Was hat das zu bedeuten, Gerul? Das ist noch nicht alles. Auch der Stern von der Seine befindet sich hier im Schloss. Na schön. Sagt euren Männern, sie sollen nach ihr suchen. Wir haben nicht viel Zeit. Sie sollen jeden Winkel hier im Schloss durchkämmen. Ihr kommt mit mir. Wie ihr wünscht, Dumois. Hört gut her, Männer. Der Marquis de Morat hat uns befohlen, das Schloss nach dem Stern von der Seine zu durchsuchen. Sie muss hier irgendwo stecken. Seht in jedem Winkel nach. Stolz und Ehre der Pariser Polizei hängen von dieser Verhaftung ab. Keinen Schritt weiter. Bleibt, wo ihr seid. Wir haben Befehl, niemanden hier durchzulassen. Habt ihr den Verstand verloren? Wisst ihr nicht, wen ihr vor euch habt? Aus dem Weg! Tut mir leid, Dumois. Ich handle auf Befehl der Königin. Ich darf keine Ausnahme machen. Das Verbot geht für jeden. Ihre Majestät ist dort oben mit einem Verbrecher zusammen. Das kann ich nicht zulassen. Ich gehe jetzt hinauf. Ihr werdet mich nicht daran hindern. Bereit machen zum Feuern. Oh. Ich schlage vor, dass wir besser gehen, Dumois. Ich sehe, dass Sie zum Äußersten entschlossen sind. Ganz recht, Gerul. Ich rate euch aufzugeben. Falls ihr es nicht tut, müsst ihr vorher jeden Einzelnen von uns töten. Das ist mein Ernst, so wahr ich hier stehe. Das werden wir euch nicht vergessen. Verlasst euch darauf. Armand, endlich können wir uns unterhalten. Bitte erzählt mir alles. Warum hat ein so loyaler und vertrauenswürdiger Untertan etwas mit diesem verräterischen und verhassten Stern von der Seine zu tun? Armand, warum antwortet ihr mir nicht? Was verheimlicht ihr mir? Hoheit. Sagt es mir, Armand, wer ist diese Frau, die man den Stern von der Seine nennt? Schweigt nicht länger. Ich habe bei Gott geschworen, die Wahrheit zu sagen, aber ihr müsst mir vorher etwas versprechen. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr ruhig bleibt, egal was ich euch sage. Und ihr müsst mir versprechen, dass ihr mir glauben werdet. Der Stern von der Seine ist eure jüngere Schwester, Majestät. Was? Der Stern von der Seine ist meine jüngere Schwester? Das kann ich nicht glauben, Armand. Ihr müsst sie um jeden Preis finden. Aber vergesst nicht, ihr habt es mit dem Stern von der Seine zu tun. Die Kutsche ist nach Versailles gefahren. Dann muss es die Königin gewesen sein, die Armand befreit hat. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich möchte, dass man sie unter allen Umständen ergreift, Gerul. Tot oder lebendig ist es eventuell das, was ihr meint, Dumois. Ganz recht.
Sagt euren Männern, sie sollen den Stern von der Seine ergreifen, ob tot oder lebendig. Zu Befehl, Kommandant. Es ist bereits eine Einheit unterwegs, die den Park durchsucht. Ich werde euch gleich benachrichtigen. Sehr gut. Sorgt dafür, dass ihr sie erwischt. Unser Ansehen steht auf dem Spiel. Ich zähle auf euch. Der Stern von der Seine soll meine Schwester sein. Ich bin die jüngste Tochter der Habsburger in Österreich. Wie kann ich da eine jüngere Schwester haben, Armand? Aber es ist wahr, sie ist eure Schwester. Es gibt sogar einen Beweis dafür. Was soll das für ein Beweis sein? Wenn ich richtig informiert bin, hat der Herzog von Lothringen, euer Vater, euch einmal eine Spieldose geschenkt und die Melodie dürfte euch wohl bekannt sein. Eine Spieldose? Ja, natürlich, jetzt, wo ihr das erwähnt. Euer Majestät, würdet ihr so nett sein und sie mir einmal zeigen? Ich würde gerne einen Blick darauf werfen. Aber Armand, wollt ihr etwa damit sagen, dass... Los, da hinten! Sie ist beim Teich des Apollo! Beeilt euch! Lala! Schnappt sie! Hinterher! Lasst sie nicht entkommen! Sie läuft auf das Schloss zu! Los, hinterher! Keine Sorge, Armand. Ich werde dich bald befreien. Die Spieldose? Ja, sag dem Kindermädchen, sie soll danach suchen. Geht. Sehr wohl. Ich werde euch alles erzählen, von Anfang an. Ich werde versuchen, kein Detail auszulassen. Es begann mit einer brennenden Leidenschaft eures Vaters. Einer Leidenschaft meines Vaters? Ja, ganz recht. Es war vor ziemlich langer Zeit, so ungefähr vor 20 Jahren. Euer Vater hatte Österreich verlassen und war nach Paris gekommen, um hier zu studieren. Mein Vater war einer seiner engsten Freunde und eines Abends gingen sie zusammen in ein Gasthaus, um etwas zu trinken. In diesem Gasthaus trafen sie eine Sängerin, die damals die populärste Künstlerin an der Pariser Oper war. Sie wurde gefeiert. Und euer Vater verliebte sich unsterblich in sie. Er konnte seine Augen nicht mehr von ihr lassen. Von nun an waren sie unzertrennlich. Schon bald wurde ihnen ein kleines Mädchen geboren. Aber in der Zwischenzeit war euer Vater bereits Kaiser geworden. Niemand durfte etwas von diesem Kind erfahren. In seiner Verzweiflung wandte er sich an meinen Vater und bat ihn, sich um die Kleine zu kümmern. Als sie erwachsen war, adoptierte mein Vater sie offiziell. Er lehrte sie das Fechten und ließ sie als eine Adelige erziehen. Sie besuchte sogar eine Klosterschule. Er war sehr stolz auf sie und er liebte sie über alles. Im Laufe der Jahre war sie ihm sehr ans Herz gewachsen. Es war sein Traum, sie euch eines Tages vorzustellen, aber er starb, bevor es dazu kam und überließ alles Weitere mir. Eure Majestät, ich bringe die Spieldose. Gebt sie mir. Majestät. Bitte seht her, werft einen Blick hierauf. Oh. Euer Vater hat hier etwas für euch eingravieren lassen. Bitte lest es. Es ist nur für euch bestimmt. Meine geliebte Tochter Marie-Antoinette. Ich muss dir mitteilen, dass du eine jüngere Schwester hast. Wenn du die Wahrheit erfahren willst, musst du mit meinem Freund de Vaudreuil sprechen. Dein Vater. Es ist also tatsächlich wahr. Aber ich kann noch immer nicht glauben, dass Nadine meine Schwester ist. An den Gedanken muss ich mich erst langsam gewöhnen. Treibt sie in die Enge! Lass sie nicht entkommen! Los, hinterher! Wir müssen sie kriegen!
Verdammt, sie ist ins Schloss gelaufen. Wir müssen ihr nach. Das geht nicht. Dort oben ist die Schlosswache. Die lassen uns nicht durch. Hier sind zu viele Wachposten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss über die Dächer laufen und durch ein Fenster hineingelangen. Aber warum musste sie sich als Stern von der Seine verkleiden? Nun ja, wisst ihr, es war so, dass... Nein, ist schon gut. Ich werde Nadine selbst danach fragen. Bitte bringt sie sofort zu mir. Was habt ihr denn? Ich will sie sehen. Sie ist hier meine einzige Verwandte. Muss ich euch erst befehlen, sie herzubringen? Amon, ich muss mit dir reden. Ich kann euch den Grund nennen, weshalb sich Nadine in den Stern von der Seine verwandelt hat. Sie hasst euch. Sie hasst euch zutiefst. Oh. Deshalb verkleidet sie sich in den Stern von der Seine. Sie hasst mich? Oh nein, wie schrecklich! Lieber Gott, selbst meine eigene Schwester, wie kannst du mir das nur antun? Die Ärmste. Sie ist verschwunden. Kommt her, ein bisschen plötzlich. Ja, Kommandant. Geht und sucht Dumorat auf. Fragt ihn, ob die königliche Garde das Schloss betreten darf. Mach schon. Jawohl. Da ist sie. Achtung, Feuer! Sie ist da drüben. So was Ärgerliches. Halt! Feuer einstellen! Mir ist gerade eine Idee gekommen, wie wir die Schlosswache dazu bringen können, dass sie uns durchlässt. Armand! Armand, ich bin gekommen, um dich zu befreien. Beeilen wir uns! Marie-Antoinette! Nadine, bitte verzeih deiner Schwester. Meiner Schwester? Armand, wie soll ich das verstehen? Willst du damit sagen, dass... Du hast richtig verstanden. Die Königin ist deine Schwester. Armand! Armand, wie konntest du nur? Es ist wahr. Nadine, zeig ihr dein Gesicht. Leg diese Maske ab. Ich bitte dich. Ich verstehe, wie überrascht du sein musst, aber es ist wahr, sie ist deine Schwester. Nadine, sag Schwester zu mir. Ich bitte dich. Das werde ich nie. Ich werde niemals glauben, dass ihr meine Schwester seid. Jemand, der nie einen einzigen Gedanken an das Wohlergehen des Volkes verschwendet hat. Schnell, ergreif den Stern von der Seine. Ich habe gerade gesehen, wie der Stern von der Seine durch ein Fenster in das Zimmer der Königin gesprungen ist. Wenn ich es mir so überlege, ich glaube, ich habe auch ein Geräusch gehört. Warum geht ihr dann nicht hinauf und vergewissert euch? Seht nach! Also gut. Eure Majestät! Eure Majestät, bitte gewährt uns Durchlass. Der Stern von der Seine und dieser Verräter Armand sind im Zimmer der Königin. Wir wollen die beiden verhaften. Ich weiß Bescheid. Ich bin im Bilde. Ich befehle euch, das Schloss umgehend zu verlassen. Armand ist unschuldig. Und ich verbiete euch, den Stern von der Seine jemals zu verhaften, Dumorat. Habt ihr verstanden? Eure Majestät, das kann nicht euer Ernst sein. Ich befehle es euch als König von Frankreich. Doch. Eure Majestät. Ich habe alles gehört, was ihr gesagt habt. Niemand wird euch jetzt mehr verfolgen, das verspreche ich euch, Armand. Das ist kein Befehl, aber überlegt doch noch einmal, Nadine, ob ihr die Königin nicht doch als eure Schwester betrachten könnt. Eure Majestät. Ich schlage vor, ihr besprecht das alles noch einmal in Ruhe mit Armand. Nadine.
Nadine, ich bitte euch nicht als König von Frankreich, sondern als Ehemann, der seine Frau innig liebt. Bitte nennt meine Frau Schwester. Ihr könntet mir keinen größeren Gefallen erweisen. Wie kann jemand, den ich hasse, meine Schwester sein? Das ist unmöglich. Ja, ich weiß, es ist nicht leicht. Du hast die Königin gehasst und die Königin ihrerseits hat den Stern von der Seine gehasst. Deshalb konnte ich euch nicht zusammenbringen, obwohl ich es wollte. Oh Gott, was soll ich nur tun? Ich fühle mich so unwohl in meiner Haut. Vergiss die Vergangenheit, Nadine, und begrabe den Hass. Betrachte sie einfach als deine Schwester. Das kann ich nicht, Armand. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du kannst den Gedanken nicht ertragen, dass eine Frau, die sich nie um ihr Volk gekümmert hat, deine Schwester sein soll. Das ist nur verständlich, Nadine. Aber jetzt hör mir mal gut zu. Die Königin war auch einmal so wie du, ein ganz normales, glückliches Mädchen. Und genau wie du wurde sie vom Lauf der Ereignisse mitgerissen und ihr ganzes Leben wurde dadurch verändert. Du musst bedenken, sie war gerade 14, als sie, eine österreichische Prinzessin, gezwungen wurde, ihre Familie und ihre Heimat zu verlassen, um Prinz Ludwig zu heiraten. Das war sicher nicht leicht für sie. Ihre Ehe verband Frankreich und Österreich und sicherte den Frieden zwischen beiden Ländern. Auch das Volk beglückwünschte das Paar. Aber Marie Antoinette war viel zu jung für eine Ehe. Die steife höfische Etikette in Versailles bedrückte sie sehr. Die Eifersüchteleien und Streitereien unter den Adligen hinterließen ebenfalls tiefe Narben in der Seele des jungen Mädchens. Ihr Ehemann war erst 15 und kaum in der Lage, sie zu trösten. Deshalb versuchte sie, vor der Realität zu fliehen. Marie Antoinette stürzte sich in jede ihr bekannte Ablenkung, in der Hoffnung, dass ihre Einsamkeit dann vergehen würde. Aber ihr fiel nicht auf, dass sie von Adligen umgeben war, die sie ausnutzten und kein Interesse an ihrer Person hatten. Während die aufrichtigen Menschen sich von ihr fernhielten. Jahre später verlor sie all ihre Freunde und am Ende sogar die Liebe des Volkes. Wer weiß, wie du an ihrer Stelle gehandelt hättest. Es ist nicht leicht, über jemanden zu urteilen, aber jede Medaille hat zwei Seiten. Vergiss das nicht. Ja. Du hast dich sicher schon oft gefragt, weshalb mein Vater dich als Blumenmädchen auf der Cité-Insel aufwachsen ließ. Er hatte einen guten Grund. Er wollte, dass du in einer anderen Umgebung aufwächst als Marie Antoinette, damit du eines Tages in der Lage sein würdest, sie zu verstehen. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, aber... Armand... Wie konntest du nur so grausam sein? Grausam? Wieso? Das kann ich dir sagen, Armand. Ich bin der Stern von der Seine und ihr Feind, begreifst du das nicht? Ich bin sicher, du hattest deine Gründe. Aber wieso hast du mir das nicht alles früher erzählt? Nun ja, weil... Weil etwas in meinem Inneren... Wie soll ich sagen? Ich wollte, dass du auch weiterhin meine Schwester bleibst. Ich wollte dich auf gar keinen Fall verlieren. Armand! Eines musst du verstehen. Du bist die Einzige, die die Königin jetzt noch trösten kann, Nadine. Eure Majestät! Oh, das ist ja meine! Maske, du hast sie verloren.
Meine Schuhe!